Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Das ist der Alex, ich bin der Jens und wir reden heute über die CES, die Consumer Electronics Show 2018 in Las Vegas. Die CES bringt jedes Jahr, gerade im Januar, so ein bisschen den Start der Technologien, die irgendwie das Jahr so oder die nächsten zwei Jahre begleiten sollen, vorzeigen sollen, zeigt Trends vor. Und wir haben uns gefragt, was war denn jetzt in den letzten Jahren so die Trendphase? Worauf ist die CES so losgewählt, geritten? Was war da so los bisher? Ich glaube, letztes Jahr hat die CES, glaube ich, eingeleitet das Thema VR. AR, VR, ja. Ja, das Jahr davor war es gefühlt doch mehr Health. Da kamen viele raus mit den Fitness-Gadgets und hier laufen. Und Smart Home und ja, so, ja. Dieses langsame Miteinander verbinden, ja. Was nie irgendwie funktioniert hat. Genau. Ja. Stimmt, das ist auch ein Thema, ne? Aber da kommen wir auch nochmal zu. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, eher so die Eröffnung für, es ist ja generell immer eine Spielwiese, wie du schon gesagt hast, ne? Aber die Eröffnung für Smart Home, weil es da wieder sehr viele neue Sachen gibt. Mhm. Die Cortana soll noch mit neu reinkommen. Okay. Die ganzen Sprachassistenten werden immer mehr in Sachen integriert. Es gibt mittlerweile Fernseher, wo Sachen reingeschmissen werden, die man sonst immer eher so in Setup-Boxen oder so gefunden hat. Ja, ja. Kühlschränke sind jetzt ja auch mal wieder mit dabei, die auch immer intelligenter werden sollen, wobei das ja für unsere Standards eher hinfällig ist. Also ich habe keine Wohnung, wo Platz für so einen... Genau. Also gerade Samsung ist zum Beispiel, die bauen halt riesige Kühlschränke oder auch LG riesige Kühlschränke. Und für europäische Verhältnisse ist das so, ich habe keinen Platz dafür. Wir haben unseren kleinen Einbaukühlschrank. Oh, schön, ich habe noch Wasser. Ja, das ist halt, ne, muss man gucken. Also die Trends, die da so vorgestellt werden, müssten nicht zwingend weltweit gelten. Nee. Aber man kann sich viel von abschauen. Aber wir sind ja hier, wir sind ja gar nicht vor Ort. Steffi ist vor Ort. Sie kann mit Sicherheit mehr dazu sagen. Hallo Alex und Jens, liebe Grüße nach Deutschland. Ich bin jetzt hier gerade in Las Vegas auf der CES vor dem Convention Center und wollte euch gerne mal meine Eindrücke mitteilen. Hier in Las Vegas erwartet jeder irgendwie neue Trends auf der CES, aber ich muss sagen, damit sah es ein bisschen mau aus. Es gibt so eine grobe Richtung, die Hersteller anfangen vorzugeben. Das ist zum einen Automatisierung und das Vernetzen von allem. Smart Home ist ja schon seit mehreren Jahren im Gespräch, aber irgendwie war es immer noch so Zukunftsmusik. Jetzt fühlt es sich langsam ein bisschen greifbarer an. Wir sehen sehr viele Gadgets, die quasi Menschen überflüssig machen. Ich denke da zum Beispiel an einen Massagegürtel oder das Vernetzen von Dingen. Das fängt halt an mit den smarten Lautsprechern, die integriertes Google Assistant oder Alexa oder andere Sprachassistenten drin haben, sodass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich was machen müssen. Dazu kommt, dass die Geräte sich untereinander noch vernetzen. LG hat das jetzt zum Beispiel gezeigt, dass der Ofen mit dem Geschirrspüler spricht oder dass ein Raum quasi in sich miteinander interagiert und auch funktioniert. Samsung hat versprochen, bis 2020 werden all ihre Geräte im Internet of Things sein. Und nicht nur das, sondern es soll auch jedes Gerät für sich intelligent sein. Deswegen fangen die Hersteller auch schon an, die Sprachassistenten in alle Geräte einzubauen. In dem Fall sind es jetzt hier auf der Messe die Fernseher. Ein anderer Bereich, den ich ganz spannend fand, sind die Gadgets, die unser Leben leichter und besser machen sollen. Die Hersteller sind hier der Meinung, unser Leben ist viel zu kompliziert und da muss man ein bisschen was machen. Zum ersten Mal gibt es auf der CES einen eigenen Bereich für Schlafgadgets und andere Gesundheitsgadgets. Und da gab es echt ein paar lustige Sachen zu sehen. Ich hatte zum Beispiel so ein Stirnband auf, das meine geschlossenen Augen mit Licht befeuert. Das soll dafür sorgen, dass ich ein bisschen runterfahre und meine Atmung mit dem Licht synchronisiere und dadurch besser einschlafen kann. Witzig dabei ist nur, dass Wissenschaftler ja eigentlich sagen, dass wir durch den übermäßigen Technikkonsum schlechter schlafen. Also sollten wir mal ein paar von den Schlafgadgets testen, ob man da dagegen steuern kann. Es gibt aber natürlich auch ein großes Thema, das ja immer mehr in aller Munde gerät. Und zwar AI bzw. KI, also künstliche Intelligenz. Ja, da warte ich darauf, dass Intel jetzt mit den Qubits langsam mal loslegt und ganz viele neue Prozessoren baut, die dann neurale Verbindungen herstellen, damit man künstliche Intelligenzen, Armageddon, Skynet ist nicht Skynet, mehr weit genau, das, damit das alles mal so ein bisschen Fahrt annimmt. Und damit vor allem Google und Amazon langsam das mal hinbekommen, ihre künstlichen Intelligenzen so zu bauen, dass sie verstehen, wenn wir mit ihnen reden. Das wäre toll. Also, dass man nicht nur Befehle auswendig lernen muss, sondern dass sie auch tatsächlich nachvollziehen können, was gesagt wird. Diese Kontextunterhaltung. Aber genau gesagt, also es ging ja letztes Jahr schon damit los. Aber das war ja eigentlich nur der Startschuss für das, was er jetzt kommt. Das war die IFA, ne? Zur IFA ging es mit Huawei. Die hatten diesen AI-Prozessor, der separat auf dem Smartphone drauf ist, mit vorgestellt. Ja. Und dass jetzt eine CPU sich ausschließlich für künstliche Intelligenz beschäftigt. Auch in der Größe vor allen Dingen. In der Größe. Ja, das ist das Tolle. Ja, aber
ob das tatsächlich der Trend ist oder ob da noch was anderes mit beispielt, das kann uns ja vielleicht Steffi mal verraten. Künstliche Intelligenz spielt subtil überall auf der Messe eine Rolle. Wir kennen das ja jetzt auch schon von den Smartphones, die auf die Neuroprozessoren setzen. Und dann gibt es auch noch Machine Learning, was immer mehr versucht wird zu integrieren. Viele Hersteller versuchen, ihre Berechnungen in die Cloud auszulagern. Wir haben heute zum Beispiel ein Klavier gesehen, wo man ein paar Töne spielt und dann hat die KI automatisch ein Musikstück daraus berechnet. Das klang ziemlich schräg, fand ich nicht so ganz cool. Aber ansonsten ist die KI auch sehr viel in der Robotik vertreten. Wir haben Roboter gesehen aus allen möglichen Bereichen. Richtig niedlich fand ich auch welche, die synchron getanzt haben. Das sah super süß aus. Ansonsten spielt das natürlich eine Rolle im Servicebereich. Das sind eher so die Sachen, die nicht bei den Endkunden zu Hause im Wohnzimmer landen. Und ansonsten natürlich, wenn wir über Smart Home sprechen, das ist alles eine gewisse Art und Weise künstliche Intelligenz, die dahinter steckt und so funktioniert. Und die Sprachassistenten kommen natürlich auch dazu. Aber auch hier gab es jetzt nicht wirklich das eine große Ding, wo man sagt, diese KI verändert unsere Welt. Dolby Atmos. Das war so ein Ding, das habe ich mal auf der CES gesehen, beziehungsweise gehört, wahrgenommen. Und mein erster Gedanke, erster Gedanke war, das will ich jetzt haben. Mhm. Das möchte ich sofort mitnehmen, vom Stand am besten wegreißen. Mhm. Oder wir waren auch mal zusammen dort und haben diesen Projektor gesehen. Also nicht diesen Projektor, sondern dieses, konntest du vor eine Kamera stellen und der Text wurde... Prompter. So ein Prompter, ein Teleprompter. Prompter. Ja, ja, konntest du so reinbauen und konntest dann quasi so einen Reporter für unterwegs machen, konntest Sachen vorbereiten. Das war total geil. Und ich saß da und dachte mir, geil, das Ding sofort von der Messe mitnehmen. Oh, ich hatte das mal mit einer Drohne. Das ist das erste, diese... Für Personenbeförderung, weißt du, eine Drohne, wo ich reinsetze und große Propeller und die hätte ich gerne mitgenommen. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Da gibt's so ein Ding haben sie jetzt auch gerade für den europäischen Bereich rechtlich zugelassen. Toll. Dass du also quasi ein Mini-Hubschrauber als Taxiersatz in Deutschland herumfliegen darfst. Also billiger, kleiner, effizienter, cooler. Billiger. Das ist, geil. Effizienter. Also ich weiß, man muss halt gucken, was daraus führt und wie das dann wirklich in den Alltag integriert wird oder auch nicht. Interessant wäre aber zu wissen, was man 2018 am liebsten mitnehmen wollen würde. Auf der Messe gab es ein Produkt, das hätte ich super gerne einfach in meinen Rucksack gesteckt und wäre damit abgehauen. Das war eine Soundbar von Sennheiser. Die funktioniert mit Dolby Atmos und es gibt ja schon einige von diesen Soundbars im Markt. Bei der hatte ich jetzt zum ersten Mal den Eindruck, dass die Sounds und die Musik und alles auch von hinten und von oben kommt. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Vor allem auch der Bass, den diese kleine, dünne Leiste machen kann. Super geil, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Richtig gut gefiel mir auch, dass der Sweet Spot nicht sehr eng vor dem Gerät ist, sondern dass bis zu 3 Leute nebeneinander sitzen können und dass auch der links und rechts noch genau dasselbe gute Klangerlebnis hat. Einziges Manko an der ganzen Sache, Sennheiser hat noch nicht gesagt, was das Teil kosten soll. Momentan ist es noch ein Prototyp, auch das finale Design steht noch nicht fest. Das Einzige, was sie gesagt haben, ist, dass es billiger wird als ihr normales Speaker-Setup und das liegt bei 15.000 Euro. Gerade wenn man auf so einer Technikmesse ist, hat man ja immer das Gefühl, jetzt muss es irgendwas geben, was einen so richtig überraschen wird, was einen so richtig von den Socken haut. Das Problem für uns ist, wenn wir uns ständig mit diesen ganzen Themen beschäftigen, wir wissen halt überwiegend schon, was kommt und was drankommt. Aber wenn man dann davor steht und denkt, wie bei dem Thema gerade eben, das möchte ich sofort mitnehmen, dann gibt es schon Sachen, die einen überraschen. Und mich hat vor allem dieses VR-Thema ganz oft auf der CES überrascht, weil man dort das erste Mal gesehen hat, okay, wenn ich das aufhabe und das spiele und mich so bewege und ich könnte auch auf so einem Ball laufen, dann könnte ich quasi in der virtuellen Realität durch die Gegend rennen. Und wie das schon damals, vor 2, 3 Jahren auf der CES funktioniert hat, das hat mich schon hart überrascht. Ja, das stimmt. Ich glaube, also ich erinnere mich auch an nichts Konkretes in Sachen Überraschung, aber überraschend ist eher, dass man so viel ausprobieren kann. Also man kennt es auch bei, gerade bei deutschen Messen. Ich finde, die IFA ist da ein großes Problem. Meistens ist es dann irgendwie hinter Glasvitrinen verschlossen. Mhm. Du kannst dann halt mal gucken und wenn du mal einen Slot hast, darfst du mal anfassen. Aber CES ist doch eher, du gehst hin, nimmst, machst von allen Ecken 10 Milliarden Fotos und gehst wieder nach Hause. Das fand ich dann doch schon
nett. Auch so ein aktuelles Thema, weil es dieses Jahr jetzt gerade vorgestellt wurde von Nvidia. Die haben ja vor 3-4 Jahren schon GeForce Now angekündigt und gesagt, es wird jetzt mal so einen Dienst geben. Da könnt ihr im Endeffekt wie bei Netflix Sachen streamen, aber ihr könnt mit dem Stream interagieren. Also ihr könnt Spiele streamen auf höchster Qualität. In Echtzeit, aber damit dann auch mit einem Controller interagieren. Ja. Und so hast du die Möglichkeit, auf einem ganz einfachen Laptop oder auf einer Nvidia Shield TV am Fernseher ganz entspannt Darksiders oder PUBG oder was auch immer zu zocken. Genau, jetzt ist es ja soweit. Die Beta hat sogar den Mac erreicht, also das soll schon was bedeuten. Beziehungsweise das gab es vorher immer nur fürs Shield TV oder fürs Tablet und es wurde jetzt langsam auch auf Fernseher, auf Gaming-Monitore oder eben vor allen Dingen mit aktuellen Software Spielen, das ist ja das Interessante. Overwatch, Wolfenstein 2, PUBG, Fortnite und was alles. Counter-Strike ist sogar auch. Und mit einer Ausgabe von 120 Hertz. Eben. Das ist fett. Aber was sind denn die Überraschungen auf der CES 2018? Ich muss sagen, auf der Messe hat mich jetzt nicht wirklich was extrem überrascht, weil es gab nicht die eine neue Innovation, die jetzt in Zukunft den Markt bestimmen wird oder unser ganzes Leben umkrempelt. Es sind eher so die kleinen Gadgets, die für sich sehr interessant sind. Ich habe hier von einem Kopfhörer gehört, der sich automatisch an unser Audioempfinden anpassen soll. Das klingt erstmal nach einem spannenden Konzept. Ich hoffe, ich kann den hier auf der Messe noch ausprobieren. Auch cool war das Massagegerät, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist ein Gürtel, den ich mir einfach nur umhänge. Und davon war ich wirklich überrascht, denn es war zum ersten Mal, dass ein Massage-Gadget sich tatsächlich angefühlt hat wie eine Massage. Ansonsten sind das ja meistens nur irgendwelche vibrierenden Dinge, die man sich auf die Haut hält. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, ich werde tatsächlich durchgeknetet. Das war ziemlich cool, ist auch eins meiner Highlights in diesem Jahr. Das ist jetzt mein zweites Jahr ohne die CES in Las Vegas und ich bin mal ganz froh, dass ich mir diese Pause nehmen kann. Ja. Einfach weil man, wenn man das jedes Jahr macht und dann auch noch auf dem MWC in Barcelona ist und dann auch noch auf der IFA in Berlin, dann bewegt sich da nicht sehr viel. Es entstehen keine Pause mehr, keine Überraschungen mehr, man wird nicht mehr wirklich abgeholt, sondern man weiß nur, alles klar, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gesehen. Es gibt so Veranstaltungen, da sammeln sich so ein paar kleine Hersteller und richtig cooles Zeug wird da gezeigt. Auch so Fingerabdrucksensoren, die unter dem Glas passieren oder dass Vibrationen so ein paar Formen darstellen. Das habe ich alles schon vor vielen, vielen Jahren gesehen, aber es passiert da nichts mehr. Und wenn man immer wieder dort ist, dann ist man irgendwie gelangweilt. Aber ist Barcelona ja sowieso viel schöner. Aber das stimmt, das ist wie mit Leaks. Wenn man sich die ganze Zeit mit Leaks und Gerüchten beschäftigt, dann interessiert dich das Produkt, wenn es rauskommt, eigentlich überhaupt nicht mehr. Deswegen so ein bisschen weniger zu machen, ist immer mal ganz schön. Aber was halt trotzdem nervt bei solchen Sachen, ist ja leider immer das Geografische beim Messen. Wenn man das irgendwie mal insgesamt mal anders bewerkstelligen könnte, wäre das geil. Weniger laufen, weniger fahren. Ich war schon mal auf der CES und als wir das erste Mal gemeinsam dort waren, durfte ich dich quasi introducen, also einführen in die CES. Ja. Und wir haben auf der Karte geguckt, alles klar, da ist unser nächster Termin und wir müssen von dort nach dort. Und Alex hatte so europäische Verhältnisse im Kopf und meinte so, das sind zwei Blocks, die laufen mal schnell. Ja, so 10 Minuten in Hamburg einmal quer durch. Ne? Nee, also wir werden dann auf jeden Fall ein Taxi nehmen. Nein, das laufen wir schon. Ich sage, nee, wir sind den ganzen Tag unterwegs und dann noch hier 2 Stunden laufen. Wie 2 Stunden. Das Problem ist, die Las Vegas ist so riesig und die ganzen Termine sind so verstreut überall. Am Strip, irgendwo nebenan. Ja. Wir laufen teilweise eine halbe Stunde durch ein ganzes Hotel, bis wir einen Punkt gefunden haben, wo der ganze Termin stattfindet, wo die Meetings sind. Das ging mir so auf den Sack. Man muss aber auch, es ist ja auch alles, das wusste ich bis dahin nicht, dass es viel größer dort gebaut ist in Las Vegas. Ja. Weil sonst, das Schild da hinten kann ich doch schon sehen. Dann stehst du vor dem Schild. Das ist ganz schön groß. Genau, das Schild kann ich jetzt gar nicht mehr sehen. Also da fällt man schon schnell drauf rein. Aber die Frage ist, was hat dieses Jahr so richtig genervt? Ja, was hat mich auf dieser Messe am meisten genervt? Das ist natürlich Klassiker, die ewig langen Schlangen vor dem Klo. Das dauert einfach. Das ist immer unschön. Aber richtig krass war, dass wir hier wahrscheinlich die einzigen 2 Regentage des gesamten Jahres abbekommen haben. Es war so nass, so ein Regen habe ich lange nicht mehr erlebt. Und ihr müsst bedenken, wir sind hier mitten in der Wüste. Als wir gelandet sind, hieß es, sie hatten um die 120 Tage
keinen Regen und dann kommt natürlich der extremste Wolkenbruch. Google musste sein Zelt draußen dicht machen, weil es nicht wasserdicht war. Wir hatten keine Chance, zu einem Uber-Pickup-Point zu kommen, weil die ganze Straße plötzlich ein Fluss war, über den wir hätten springen müssen. Einige Leute haben das versucht, die sind natürlich mitten in der Pfütze gelandet. Dafür war mir meine Technik zu schade. Das war ein absolutes Chaos. Es hat sich angefühlt wie in Deutschland, wenn ganz plötzlich Schnee fällt und niemand damit gerechnet hat, nur dass es hier eben Wasser war. Die ganzen Straßen standen unter Wasser, die Leute wussten gar nicht, was sie machen sollen. Und das Witzige war auch, die Autos sind deswegen nicht langsamer gefahren, die sind richtig schön durch die Pfützen geheizt. Ja, so haben wir auch ein bisschen Dreck abbekommen. Rückblickend war es ganz witzig, aber gestern war es echt schwer, sich auf der Messe zu bewegen und zu den anderen Hotels und Casinos zu kommen. Dankeschön also an dieser Stelle an Steffi für die Eindrücke von Übersee. Und Übersee. Vielleicht sind wir ja das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn wir dann ein bisschen abschätzen können, was da so sich tun mag. Vielleicht sollte man einfach mal so 3-4 Jahre wirklich Pause machen. Also entweder nächstes Jahr oder im übernächsten Jahr. Super toll. Bleibt umso mehr Zeit, hier Dinge zu tun. Und das werden wir auch machen. Deswegen lass schon mal das nächste Video vorbereiten. Oder? Worüber reden wir dann? Ich hol kurz meine Wundertüte. Okay.